Herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal Teil 2 zum Thema Bienenbeute. Teil 1 war ja ein bisschen so dieses Thema, wie habe ich für mich das System gefunden, mit dem ich erfolgreich arbeite seit ein paar Jahren. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Details an. Ein paar Fragen von euch habe ich noch aufgegriffen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über ein Abo. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, auch für die nächsten Videos. Und wenn euch das Video gefällt, klar einen Daumen nach oben. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, heute habe ich mal alles hier drinnen aufgebaut, weil es draußen eigentlich immer mal wieder regnet. Jetzt regnet es gerade nicht, aber ja, das ist so. Ich hoffe, es geht vom Licht. Ich würde einfach ein paar Fragen von euch aufgreifen zu Beginn erstmal. Eine Frage war, oder viel Interesse war an meinen Honigraumsargen. Ja, da habe ich ja gesagt, das baue ich sehr schnell. Ich habe das nicht gestoppt, aber wenn man da viele baut, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Minuten pro Stück und Materialkosten so um die 3 € mit Schrauben. Ich sagte, da nehme ich im Prinzip Palettenholz, also da meine ich nicht das Holz der gebrauchten Paletten, sondern einfach diese Qualität, also im Prinzip sehr billiges Holz. Hole ich bei uns im Sägewerk, sind 5 Meter Bretter in der Regel, 20 Zentimeter breit, säge ich mir zu. Säge mit der Kreissäge hier die Nut raus, schraub und leim die stumpf zusammen, die Kanten. Und hier kommt dann in der Größe einer Dachleiter einfach dieser Griff draufgeschraubt und fertig. Ja, also super einfach, super günstig und die heben lange. Also die sind jetzt die ersten so 7 Jahre alt. Klar werden manche in der Ecke ein bisschen weich, aber sie heben und sie funktionieren. Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Total also wie alle meine Bienenbeuten natürlich unbehandelt. Da mag es verschiedene Meinungen geben. Aber für mich ist es einfach ein Zeit-, ein Kostenfaktor. Und vor allem auch will ich gar nicht irgendwelche Gefahren gehen, dass da irgendwas ausgast oder sonst irgendwas ist, weil ja, da bin ich halt kritisch. Ne? Man hat halt bei vielen Sachen schon gesagt, das macht nichts aus. Und irgendwann 20 Jahre später hat man doch was entdeckt. Und da sehe ich für mich keinen Grund, die zu streichen. Also Brutraum sowieso nicht. Ne? Die sind jetzt so um die 10 Jahre alt. Ja, nicht ganz, 8 Jahre. Und da gibt es echt keine Probleme. Beim Honigraum kann man das Argument anführen fürs Streichen oder fürs Behandeln, dass wenn es regnet, ich Honig ernte, dass da in dem Holz Feuchtigkeit drin ist. Die bringe ich natürlich da mit in den Schleuderraum. Und wenn die halt gestrichen sind, kann man das ein bisschen vermindern. Also diese Argumentation kann man gehen. Ich sehe da persönlich eigentlich kein Problem an dieser Sache. Das kommt natürlich darauf an, auch wie die Zargen dann im Honigraum oder im Schleuderraum oder auch im Vorraum gelagert werden. Ob die da nochmal, ob da ein Lufttrockner steht, ob die warm gelagert werden oder kalt. Also das sind, und man muss auch erstmal Regen bei der Honigernte haben. Gut, das war dieses Thema zum Honigraum. Dann stellen wir die mal weg. Dann hatten wir noch ganz klar das Thema. Was war noch das Thema? Gut, die Senecofüttertröge, ne, war noch ein Thema. Die habe ich aber, glaube ich, wirklich ausreichend beschrieben. Thema Wandertechnik ist bei mir so, ich meine, da muss man sich eins ganz klar sein. Ne? Wenn man jetzt hergeht und sagt, ich habe das Beutensystem, es muss eine Betriebsweise dazu sein. Denn das Beutensystem ist ein Stein, es ist vielleicht ein Grundstein, aber da gehört natürlich viel Erfahrung dazu. Ich kann jetzt nicht eins zu eins in einer Dadant-Beute oder einer Zadante-Beute so imkern wie in einem zwei geteilten Brutraum in Zander. Also da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Das wird ein paar Jahre brauchen. Das hat auch bei mir ein Weilchen gebraucht. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Und da habe ich euch ja in den letzten, also in meinen Videos hin und wieder schon was gesagt, wie ich daran arbeite. Da machen wir sicherlich auch noch das ein oder andere Video dazu zur Betriebsweise. Also wieder ein Grund, diesen Kanal zu abonnieren. Und
Das ist einfach, man braucht ein Gesamtpaket. Das fängt jetzt von der Wandertechnik an. Sieht bei mir noch so aus, Spanngurt. Boah, das ist wirklich nicht optimal. Also da mache ich diesen Winter wirklich was. Apilift, wenn wir gerade beim Thema sind, ne? Apilift würde ich gerne abgeben oder würde ich abgeben. Ist der Professional, also es gibt noch einen Fahrtrieb, den habe ich jetzt dieses Jahr nicht montiert gehabt. Ja, also wie gesagt, wenn einer Interesse hat, schreibt es mir einfach. Genau, dann war das Thema natürlich noch, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, genau. Das Thema war noch geteilter Brutraum oder Großwabe. Also Großwabe ist für mich der Dant, es ist für mich auch Zadant. Warum ich das habe? Also ganz klar ist meine Ansicht, dass das für die Bienen wesensgemäß oder bienengerecht oder wie auch immer man dazu sagen will, ist, weil eben dieses Brutnest oder diese Brutkugel nicht durch ein Holzrähmchen oder was auch immer getrennt wird. Es ist ja auch, und das ist für mich einfach der Punkt, klar, natürlich auch dieses Handling, ne? Also weniger Waben und so, das hatte ich ja im letzten Video gesagt, aber ganz klar auch ein Thema, wo ich sage, das ist für die Biene, für das Bienenvolk einfach angenehmer, einfach schöner, wenn das Brutnest in der Höhe über eine Wabe geht und da nicht getrennt wird. Dann können die einfach schön ihre Kugel bilden im Winter. Und auch im Sommer sehe ich da eigentlich für die Bienen schöne Vorteile. Dann gehört natürlich zu dieser Betriebsweise gehört der Schied. Der Schied ist bei mir aus Holz. Da war natürlich auch die große Frage, Thermoschied. Ich habe davon gehört, ich habe das gesehen. Es gibt da ja auch viele oder einige Berufsimker, wo das gut finden. Ich habe es noch nicht ausprobiert und über Sachen, die ich nicht ausprobiert habe, mag ich nicht reden. Ich kann euch sagen, warum ich es nicht ausprobiert habe. Zum einen ist es auch eine Preisfrage, also nicht so, dass ich es nicht leisten könnte, aber ich meine, so ein Thermoschied kostet irgendwo zwischen 5 und 6 Euro. Dann propagieren ja zwei, dann sind es 10 Euro pro Bienenvolk oder 12 Euro pro Bienenvolk. Und so wirklich hat mich die Argumentation mit diesem Wärmehaushalt nicht überzeugt. Also da bin ich skeptisch. Vielleicht probiere ich es irgendwann aus. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es auch eine super coole Sache. Auch das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Da müsst ihr euch einfach woanders informieren. Da bin ich nicht der Fachmann. Ich bin mit dem System zufrieden. Und prinzipiell ist es ja bei mir so, ich probiere schon neue Sachen aus. Aber es ist ein absolut funktionierendes System, ne? Also wenn man da eine Komponente ändert, das muss man sich gut durchdenken. Und vor allem probiere ich nur Sachen eigentlich aus, wo ich auch weiß, dass das funktioniert bei mehreren hundert Völkern über mehrere Jahre. Ja, dann ist das für mich so ein Thema, wo ich sage, okay, das probiere ich auch mal aus. Ich laufe da jetzt nicht jedem Trend nach, weil dafür ist dieses komplexe System viel zu gefährlich und der Aufwand zu groß und die Risiken zu groß. Und wie gesagt, ich überwinter top. Ich habe Honigernten, mit denen ich zufrieden bin in normalen Jahren. Der Biene geht's gut, mir geht's gut. Also mit Bedacht einfach ändern. Und deshalb sind es bei mir relativ wenig Sachen, wo ich ausprobiert habe. Ich mache manche Sachen anders wie der Mainstream, sagt man Neudeutsch. Aber wie gesagt, andere auch nicht. Dann war noch dieses Thema Stockgarten. Da zeige ich euch einfach den Deckel. Das habe ich auch schon mal in einem Video erzählt, aber ich will es einfach nochmal erklären. Man sieht hier Weiße Königin. Gab es irgendwann mal vor ein paar Jahren Themen. Und man sieht hier meine grüne Schrift. Man kann jetzt hier auch ganz gut erkennen, dass es ein Bienenvolk ist, wo es wirklich Probleme gibt, wo der Deckel wahrscheinlich nicht ohne Grund hier rumliegt und kein Bienenvolk mehr drunter sitzt. Können wir gucken, ob wir das erkennen, was da passiert ist. Also am 15.07. habe ich die Königin gesehen, es war keine Brut da. Genau, dann gab es eine Oxalsäurebehandlung. Am 20.07. war alles in Ordnung mit Brut. Entwickelt hat sie sich irgendwie gar nicht. Also es scheint ein Jungvolk gewesen zu sein, weil am 24.09. waren das 1,5 Waben nur.
Und dann werde ich das, wird es eins der Völker gewesen sein, die ich vereinigt habe. Und man sieht, dass ich auch nicht immer gut vorbereitet bin. Hier steht drauf, dass die Königin grün ist. Hatte ich wahrscheinlich keinen Reißnagel dabei, um das hinten zu markieren. Also wie gesagt, das ist dieses System. Dann hatten wir noch dieses Thema Rähmchen. Da muss ich gerade mal gucken, ob ich einen so finde. Also zum Thema Rähmchen war die Frage, welche Rähmchen ich habe. Ich habe diese hier, ne, Hoffmann-Rähmchen im Brutraum, ganz klar. Und solche habe ich natürlich auch vereinzelt mit so einem Pilznagel. Habe ich aber aus folgendem Grund nicht, weil wenn ihr wandert, vor allem wenn ihr mit dem Apilift wandert, da wackelt es so hin und her und dann hat dieses Hoffmann-Rähmchen-Teil einfach eine größere Aufstandsfläche und die Waben wackeln nicht so arg. Ne? Das ist einfach mein Hintergedanke. Das Argument, dass da mit Bienen gequetscht werden, ja, man muss halt aufpassen. Ne? Also da habe ich jetzt, ich habe jetzt nicht Unmengen oder ich habe jetzt da eigentlich keine Probleme. Man hat ja auch einen Rauch, die Bienen läuft weg. Man hat Flugtage. Also da habe ich jetzt nicht so diese großen Probleme. Ein Rähmchen, das aussortiert wurde, vom Dunkeln, ne, kennen die meisten, wird eingeschmolzen. Und dann habe ich noch einen Sheet mitgebracht. Das ist jetzt nicht so ein Paradebeispiel, das ist auch hier diese Erfindung günstig. Gut, weiß ich nicht. Also meine Sheets sind aus massivem Holz. Ich habe meine Zeit lang die so gemacht, dass ich die hinten einfach, weil ich die Brettergröße nicht hatte, habe ich die zusammengestückelt und hinten diese Verstärkung. Diese Verstärkung kostet halt ein Rähmchen Platz in der Beute. Und deshalb nicht ganz geschickt, aber wie gesagt, die meisten sind eben ohne diese Verstärkung. Aber das geht auch, ne? Sind halt dann maximal 9 oder 8 Rähmchen drin. Ja, also irgendwie so. Das ist dann dieses Thema bei dem Fall. Dann war noch die Frage zu der Zellengröße in meinen Waben. Also da mache ich nichts extra. Allein schon vor dem Grund, das sind diese Standardzellengröße. Da mache ich nichts extra, weil da gibt es ja Versuche, da gab es Versuche mit verschiedenen Zellengrößen und Varroa-Vermehrung. Also da bin ich Standard wie alle anderen Imker. Auch habe mir das auch mal angeschaut natürlich, aber auch da ist dieses Thema, dass sich mir das nicht erschlossen hat oder dass ich keine wirklichen Belege gefunden habe, warum die anderen Zellengrößen da jetzt besser sein sollen oder schlechter. Also ich bin da schon ein bisschen auch der Meinung, dass umso kleiner die Zelle, umso kleiner die Biene daraus schlüpft. Da gibt es ja bekannten Vorreiter aus Belgien, glaube ich, 1800 irgendwas, der diesen Spruch oder diese Meinung stark vertreten hat. Also da finde ich, da ist schon was dran. Und deshalb bin ich da, weil wichtig ist halt, dass ich mein Wachs umgearbeitet bekomme, wirklich. Das ist mir das Allerwichtigste, dass ich da nicht irgendwelches Zeug reingepanscht kriege und deshalb wird es mache ich es entweder selber oder mit einem Wachsumbehälter meines Vertrauens und der hat halt eine Zellengröße und die habe ich dann halt auch. Also da, das ist halt so, ne? Da mache ich, da bin ich empfindlich beim Wachs oder allgemein bei den Rückständen. Und ja, dann dieses Rähmchen noch im Honigraum, genau das gleiche auch auf mein Seitenteil. Und fertig, ne? Thema Naturwabenbau, da muss man dazu sagen, ich war ja oder wir waren ja 3 Jahre Demeter-Mitglied, haben uns nach diesen 3 Jahren dagegen entschieden. Also man hat ja so diese 3 Jahre, weiß ich nicht, wie das offiziell heißt, Eingewöhnung, Vorzertifizierung. Also man ist schon zertifiziert oder hat schon arbeitet im Prinzip nach der Umstellphase, nach der Richtlinie. Da waren wir 3 Jahre dabei. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, kann ich ein Video dazu machen, warum, weshalb nicht mehr. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und da habe ich ja Naturwabenbau auch ganz klar gelernt. Mittlerweile läuft es bei mir im Prinzip so, junge Völker, die bauen im Brutraum relativ viel Naturwabenbau.
Und sonst ist Naturwarenbau bei mir vor allem im Honigraum. Ne, das heißt nicht, dass die Wirtschaftsvölker auch mal Naturwarenbau machen oder die machen auch Naturwarenbau, aber ganz viel passiert da bei mir von diesem Thema auch im Honigraum. Nicht zu 100%. Ich habe ja auch einen Wabenbestand, und aber doch im großen Teil ist das ein Thema, was ich aus dieser Zeit beschlossen habe oder in dieser Zeit es in den Honigraum zu verlagern. Ja, dann gehören natürlich noch viele, viele tausend Kleinigkeiten zur Betriebsweise dazu. Also schreibt es mir, wie gesagt, einfach gerne in die Kommentare. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich nicht einmal im Monat oder alle 6 Wochen oder irgendwie sowas so einen Livestream mache, wo man sich einfach direkt austauschen kann mit den Fragen. Da könnt ihr mir auch einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freut es mich einfach, dass dieser Kanal wächst, ne? Auch diese Zuschauerzahlen zunehmen. Das ist klar, es ist natürlich in Aufwand, ne, so ein Video zu machen. Aber ich denke, ich hoffe, ihr nehmt was mit aus den Videos. Es ist ein erfolgreicher Betrieb dahinter, ne? Es ist jetzt keine Liebhaberei. Es muss funktionieren, es muss für die Biene gut sein. Das ist mir auch extrem wichtig. Also wie gesagt, wir sind ja schon immer biozertifiziert, ob das jetzt Mode war oder nicht. Also am Anfang war das ja auch gegen viele Widerstände, diese Biozertifizierung. Da kann ich mich noch dran erinnern, als ich da jünger war und in den Imkerverein kam. Es soll jetzt nichts gegen Imkervereine sein, absolut nicht. Aber ich will euch einfach mal sagen, oder einfach an dem Beispiel einfach mal ein bisschen klar machen, dass mir dieses Bio und dieses Wesensgemäß schon wichtig ist. Und da tue ich mich ja manchmal, oder muss man sagen, wenn da manche Kommentare liest mit Ausbeutung der Honigbiene und so, ich meine, das ist jedem seine eigene Meinung. Aber das ist was, der sich noch nie oder der uns einfach nicht kennt. Ne? Also das ist mir einfach wichtig. Also jetzt zurück, als ich damals war und gesagt, das war ja, da war Bio wirklich noch nicht in. Ne? Ich war ja beim Mosch-Stopst auch ganz vorne dabei. Das habe ich auch mal gemacht, auf Bio umzustellen und auch die Imkerei von Anfang an Bio. Und das gab schon Ärger. Ne? Was soll denn Bio bei Imkerei? Was soll das? Wir sind doch alle Bio. Ja, irgendwie ja und irgendwie nein. Ne? Also ich wollte einfach ein bisschen aufzeigen, dass da waren auch diese Widerstände. Das ist auch damals historisch einfach gewachsen, dass ich mich anderweitig viel informiert habe und gelernt habe und ja, da auch ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden habe, weil mir das oder uns allen total wichtig ist, was mit der Biene passiert, dass die gesund ist, dass es der gut geht. Deshalb haben wir auch Holzbeuten. Ne? Also ist meine absolut tiefste Überzeugung. Also es hat für mich zwei Argumente, diese Holzbeute. Ich meine, das ist in Süddeutschland ist das zu, ich will sagen, fast 100% der Holzbeute. Ne? Ist für mich einfach dieses Material, wo die Biene herkommt, ne? Wo sie reingehört. Wo ich im Prinzip, vor allem wenn sie unbehandelt sind, das schmeiße ich auf den Kompost, wenn sie kaputt sind und gut ist. Da gibt es für mich persönlich keine Diskussion. Jedem das seine. Und dieses Thema Isolierung, Kondenswasser, Schimmel, hab ich noch nie Probleme gehabt. Kenne ich nicht. Ne? Mit diesem Gitterboden eigentlich schon gar nicht. Aber wie gesagt, da jedem das seine, das ist mein Weg. Das ist ein Weg, der wo für mich funktioniert und deshalb kann ich euch das auch im Video, glaube ich, ganz entspannt rüberbringen. Ja, das war's von dieser Seite vom Video. Viel geredet oder geschwätzt. Wo wir hier stehen, aber ich wollte ich am Anfang sagen, wir stehen hier im Prinzip, ihr seht, es tut sich auch im Umbau mal wieder was. So, wobei das jetzt auch schon lang so ist. Wir stehen jetzt hier im Prinzip im Eingangsbereich. Also hier hinter diesem Rolltor ist der Schleuderraum. Hier links geht es in diesen Vorraum, wo dann die letzten Bienen abfliegen können. Und ja,
Hier geht es dann in den Lagerraum, den ihr schon kennt mit den Klagen. Also da stehen wir jetzt aufgrund des Wetters und haben uns jetzt, glaube ich, ganz nett unterhalten. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, die Videos kommentiert und auch vielen Dank für die vielen Gespräche in Donaueschingen. Ne? Also es ist ja, ich nehme ja da auch viel mit. Ne? Es ist ja auch für mich ganz interessant, von euch zu hören, wie ihr das macht. Weil manche Sachen passen ganz klar nicht in meinen Betrieb. Bei anderen Sachen bin ich nicht der Meinung. Das kann sie auch, aber man nimmt aus jedem Gespräch irgendwas mit. Und ich habe auch schon viele Anregungen von Leuten mitgenommen, die das nicht erwerbsimkermäßig machen. Also da ist ja auch unheimliches Wissen vorhanden. Und man sollte da wirklich nicht von oben nach unten oder sonst irgendwie in Hierarchien denken oder was vorschnell abtun. Also wie gesagt, sobald das für mich irgendwie logisch ist, sobald es irgendwie auch einen erwiesenen Hintergrund hat, da bin ich eigentlich fast bereit, über alles Mögliche nachzudenken. Gut, aber das war's jetzt. Kommentiert das Video, macht den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann wahrscheinlich bis in 2 Wochen. Ne? Also bis dann. Tschüss, Ade.